Es hängen dunkle Wolken über dem SV Waldhof Mannheim und Trainer Rüdiger Rehm. Dritte Liga, Abstiegsplatz. Seit 5 Spielen sieglos, Krise am Alsenweg. Die Mannschaft liefert, im Moment liefern wir kein Ergebnis. Ja, das ist so das, was uns wehtut. Und wir müssen diese Stabilität wieder reinkriegen. Wir waren eigentlich so zwischen 3. und 7. Spieltag auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, und haben dann aber so ein bisschen den Faden verloren. Die Fans stehen dennoch beim Abschlusstraining heute am Spielfeld. Diskussionsthema auch hier, die Waldhofkrise. Die Motivation von der Mannschaft stimmt irgendwo nicht. Du kannst nicht nur 2, 3 Leute haben, die wo motiviert sind und die anderen nicht. Und das geht einfach nicht. Und wir haben es so gehabt in die Kredit, die kriegen manchmal einen Pass und den Pass können sie nicht annehmen. Und dann geht der Ball nicht um 3, 4 Meter weiter und der kommt nicht an. Und das kann nicht sein. Ich sehe so viele Fehlpässe, habe ich mal in einem ganzen Leben noch nicht gesehen, seit ich hier auf dem Waldhof bin. Weil der Mannschaftskader komplett falsch zusammengestellt wurde. Und weil vor allen Dingen meiner Ansicht nach es so ist, dass es nicht sein kann, dass jede Saison 14, 15 neue Leute in den Verein kommen. Ja, wie soll da was entstehen? Tatsächlich hat die Mannschaft in vielen Auftritten der bisherigen Saison fahrig gewirkt. Nicht abgestimmt, Laufwege passen nicht. Doch Ausreden gibt es jetzt keine mehr. Am Sonntag treffen die Bube auf den Tabellenletzten aus Duisburg. Platz 17 gegen 20. Ein Abstiegsgipfel im Karl-Benz-Stadion, bei dem Duisburg schon früh in der Saison nichts zu verlieren hat. Nichts zu verlieren will ich nicht sagen, weil ich glaube, Duisburg ist schon ein Traditionsverein, der in dieser Liga unbedingt bleiben muss und bleiben will. Und sie werden alles dafür tun, um uns im Endeffekt auch zu ärgern. Sie wollen hier bei uns im Stadion im Endeffekt in die Spur kommen. Kommt der Waldhof allerdings nicht selbst in die Spur, könnte es das letzte Spiel für Rüdiger Rehm werden. Präsident Bernd Beetz äußerte sich schon unter der Woche und setzte ein verstecktes Ultimatum. Die aktuelle Situation ist dramatisch und wir sind mit den Leistungen und der Tabellensituation natürlich alles andere als zufrieden. Jetzt ist jeder Einzelne maximal gefordert, alles abzurufen, was in ihm steckt. Die Fans würden die Entlassung von Rüdiger Rehm bedauern. Er sei der richtige Mann zur falschen Zeit. Für mich ist das eine ganz arme Sau. Weil er kann nichts machen, weil wenn die Mannschaft nicht will, was soll denn der machen? Was soll denn der machen? Er muss ja mit dem auskommen, was er zur Verfügung gestellt bekommt. Er kann ja gar nicht großartig dazu. Ja, es liegt in erster Linie mal viel auch an den Charaktere der einzelnen Spieler. Und da hapert es meiner Ansicht nach diese Saison ganz gewaltig. Gewaltig ist auch der Druck, der auf ihm lastet. Rehm wünscht sich mehr Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Frage ist, ob er sie bekommt. Natürlich werden wir weiter arbeiten. Ja. Das Leben hört nicht auf. Aber wir werden am Sonntag alles dafür tun, um die 3 Punkte hier zu lassen. Das ist unser Ziel. Und an alles andere denken wir nicht. Ja. Sondern uns geht es, dieses Spiel am Sonntag zu gewinnen, uns einfach mal zu belohnen für einen gewissen Aufwand, den wir betrieben haben. Ja. Auch wenn es sicherlich noch überall eine Schippe draufgepackt werden kann, sind wir trotzdem nicht so, dass wir unterirdisch Fußball spielen. Für den SV Waldhof zählen aktuell also nur Punkte. Nur Ergebnisse, einfach Siege, damit über dem Alsenweg vielleicht schon bald wieder die Sonne scheint.